Die Aktienmärkte haben ein Problem mit der Fed, aber das eigentliche Problem ist vielleicht sogar die Fed selbst, denn diese Fed schafft es immer wieder, Boom- und Bust-Zyklen hervorzurufen, die ohne eine solche Notenbank, die sich anmaßt, genau zu wissen, wo die Inflation sein wird, was der richtige Leitzins sein muss. Ohne solche Institutionen wäre es vielleicht besser, denn warum kann nicht etwa der Markt die Zinsen bestimmen? Warum hat die Fed uns bis November erzählt, diese Inflation ist transitory, vorübergehend? Die Märkte hätten das anders gespielt, hätten das anders gesehen, hätten über die Inflationserwartungen, über die Bepreisung, freie Bepreisung von etwa Renditen, freie Preisung von Zinserwartungen letztendlich völlig anders agiert. Und dann wären wir nicht in dem Schlamassel, in dem wir jetzt sind, denn die Fed hat eine riesige Blase aufgeblasen und versucht jetzt, diese Blase kontrolliert runterzufahren. Ein Vorhaben, das von vornherein zum Scheitern verurteilt ist. Du kannst Blasen nicht kontrolliert runterfahren. Du kannst sie entweder kaputt stechen oder weiter aufblähen. Und die Fed wird, wenn sie merkt, dass diese Blase platzt, versuchen, nochmal Luft in die Blase zu kriegen, damit der Knall nicht so laut wird, dass die Trommelfelle reißen. Die Fed ist das eigentliche Problem. Erinnern wir uns, der S&P 500, der Leitindex in den USA, der handelte auf Allzeithoch kurz vor Corona, etwa bei 3.400 Punkten, roundabout 20 Punkte tiefer, 20% tiefer als derzeit. Dann kam Corona, die Märkte crashten, die Fed ging all in und es sorgte für einen riesigen Boom, für astronomische Bewertungen an den Märkten. Das ist seit November 2021 ein bisschen anders, da wurde Powell neu nominiert mit dem Auftrag von Joe Biden, bringen wir die Inflation nach unten. Die Märkte wollten zunächst noch ein bisschen weiterspielen. Dann kam am 5. Januar das FOMC-Protokoll, wo klar war, oh, die Fed hat plötzlich umgesteuert. Sie hat Inflation als oberstes Prinzip jetzt, dass es zu bekämpfen gilt. Da hatte man es erstmal erstmals schwarz auf weiß in diesem FOMC-Protokoll. Und seitdem ist der Wurm drin, seitdem die Aktienmärkte seit Jahresbeginn vor allem deutlich unter Druck, zweistellige Verluste bei den US-Indizes. Und wie gesagt, dieser Versuch jetzt, der Fed irgendwie die Geschichte kontrolliert runterzufahren, der kann nicht gelingen. Und wir wollen uns das ganze Surrounding mal anschauen mit einem Tweet von Sven Hendrik startend, der sagt, ja, erst hat die Fed durch diese massive Liquidität vor allem jene noch reicher gemacht, die sowieso schon reich waren, die also Vermögensgegenstände hatten, wie Aktien oder eben Immobilien, die sind durch die Decke geschossen, also machen wir erstmal die Reichen noch reicher. Für die Armen sind da ein paar Brotkrümel dann noch vom Tisch gefallen. Jetzt versucht die Fed ja umzusteuern und hat mit dieser Liquidität maßgeblich auch dafür gesorgt, dass diese Inflation jetzt da ist, wo sie jetzt eben ist, nämlich in den USA deutlich über 8%. Das wiederum trifft die Armen besonders jetzt oder die weniger Privilegierten, die weniger Wohlhabenden. Jetzt versucht die Fed also kontrolliert hier runterzufahren und das trifft dann vor allem jene, die eben schon eh etwas prekärer unterwegs sind, die eben nicht reich sind. Die können sich das nicht leisten, wenn sie ihren Job verlieren. Das wird vor allem dann diejenigen treffen, die eben ohnehin nicht die Profiteure sind der bisherigen Fed-Politik. Hier schreibt Sven Hendrik, we are the US Federal Fed and we are here to help you. Wir sind da, um euch zu helfen. Wählt uns, vote for us. Oh, wait, you can't. Ja, man kann die Fed nicht wählen, denn die ist keine gewählte Institution. Ist auch in der Verfassung der Amerikaner übrigens nicht verankert. Umso erstaunlicher, dass sich dann Jerome Powell in der letzten Sitzung bei der Pressekonferenz jetzt vorgestern dann in seinem ersten Satz, nachdem er gesagt hat, schön, dass wir hier wieder jetzt mal physisch sein können, nicht nur sozusagen virtuell über den Rechner, schön, dass Sie wieder da sind und ich möchte mich jetzt direkt an die amerikanischen People wenden, an die Amerikaner wenden, die Inflation ist zu hoch und wir verstehen, dass sie zu hoch ist, wir verstehen eure Nöte. Also hier spricht sozusagen ein Organ zum Volk, das aber vom Volk nicht gewählt ist, mit dem das Volk gewissermaßen gar nichts zu tun hat, denn das ist eine Institution, die nicht wählbar ist, auch nicht abwählbar ist. Umso erstaunlicher ist dann, dass diese Institution direkt zum Volk spricht. Finden Sie nicht? Ich finde das etwas merkwürdig. Aber es bringt so ein bisschen die Dinge auf den Punkt. Heute, zwei davon waren schon, 6 Fed-Speaker haben wir heute.
Keiner wird sagen, so Sven Henrik, dass man total falsch gelegen hat mit der Inflation, dass man total falsch gelegen hat, diese Blasen, diese Vermögenspreisblasen immer weiter aufzublähen, denn das ist die Voraussetzung gewesen, dass die Sache mit der Inflation eskaliert. Sie werden alle nicht sagen, dass sie sich massiv getäuscht haben, sondern sie werden jetzt wieder neue Prognosen geben, die wahrscheinlich wieder falsch sein werden, und in den Händen dieser Leute liegt dann das so mächtige Instrument der Geldpolitik in den USA. Man hat letztes Jahr schon gewusst, dass diese Inflation zu hoch ist. Man hat nichts dagegen gemacht. Man hat dagegen gesagt, naja, wenn die Inflation jetzt über diesem ohnehin schon willkürlichen 2%-Ziel ist, dann ist das doch nicht so schlimm. Sie wird ja früher oder später wieder runterkommen. Das alles ist nicht passiert. Sehr zum Schaden vieler Menschen. Und wir erinnern uns, dass 1907 war der Auslöser eine Panik, ein Crash an den Märkten, als JP Morgan, dieser Banker, damals andere Banker, überzeugt hat, pass auf, wir machen jetzt so eine Federal Reserve, das ist eigentlich ein Zusammenschluss ja von Privatbanken gewesen, und damit haben wir dann eine Institution, die verhindern soll, dass, wenn die Wirtschaft kollabiert, der Staat dann die Steuern anheben muss, denn das wird nicht so gerne gesehen. Also hat man sich sozusagen eine Gelddruckmaschine hier bereitgestellt, und diese Gelddruckmaschine war ja maßgeblich dafür verantwortlich, dass überhaupt diese ganzen Corona-Maßnahmen in den USA vor allem so gemacht werden konnten. Man hat in Billionenhöhe Anleihen gekauft, Mortgage-Backed Securities, hypothekenbesicherte Anleihen gekauft, und mehrfach hat der Kongress übrigens versucht, diesen Federal Reserve Act von 1913 abzuschaffen, ist dreimal gelungen, beim vierten Mal nicht mehr. Jedenfalls ist es eben so, dass damit letztendlich ja auch eine Entmachtung des Parlaments einhergeht, denn du hast eine Notenbank, die selber entscheiden kann, ob sie jetzt Geld druckt oder nicht, die also letztlich hier völlig autonom agieren kann. Nur der Präsident ernennt dann den Fed-Präsident, also der politische Präsident ernennt den Fed-Präsident, und die Fed-Mitglieder müssen vom Kongress nochmal bestätigt werden, aber es hat eine Eigendynamik entwickelt, diese Fed, genauso wie andere Notenbanken auch, aber bei der Fed ist es eben für die ganze Welt wichtig, weil die Fed-Politik auf die ganze Welt strahlt. Und so hat man ja also hier die Märkte geflutet, und jetzt versucht man sozusagen diese kontrollierte Landung. Hier sagt ein Analyst, die Fed versucht jetzt einen B-52-Bomber an einer super schmalen Rampe zu landen, und das wird wahrscheinlich nicht funktionieren. Hoffnung ist keine Strategie, die Fed hat aber sehr viel Hoffnung derzeit, und das deutet alles darauf hin, dass wir in einem Bärenmarkt sind. Hier sehen wir einen kotzenden Bullen und einen Bär, der daneben steht und sagt, I told you this wouldn't end well, wird nicht gut ausgehen, habe ich dir vorher gesagt, aber jetzt wird eben erstmal gekotzt. Diese Bärenmärkte sind normalerweise, die wir jetzt in der Vergangenheit gesehen haben, 19 Stück nehme ich in den letzten 140 Jahren, die dauern im Durchschnitt 289 Tage bei einem Durchschnittsverlust von 37,3%. Und viele sagen, so etwa Hartnett von der Bank of America, okay, erst wenn die US-Renditen nicht mehr weiter steigen und der Dollar nicht mehr weiter steigt, dann könnten wir vielleicht wieder ein bisschen long gehen in Aktien. Davor sind wir doch sehr, sehr vorsichtig. Jetzt haben wir um und bei 14% im S&P 500 verloren seit Jahresbeginn. Das ist jetzt nicht besonders auffällig eigentlich, wenn wir uns mal viele andere Jahre anschauen mit Drawdowns, also mit Kursverlusten. Das ist also jetzt nichts, was sogar überdurchschnittlich wäre bisher. Dennoch ist es eben etwa gerade was den Nasdaq betrifft schon ein Bärenmarkt, der ja vorher in einem fast schon rinderwarnartigen Bullenmarkt gewesen ist. Aber jetzt hat sich das Ganze umgekehrt. Wir sehen, Value ist jetzt wieder angesagt. Hier mal der Vergleich. Value performed growth so deutlich aus wie seit 2008 nicht mehr. Schon 2021 war das der Fall. 2022 geht das weiter. Also wir sehen, da hat sich jetzt etwas geändert, eben durch diese geänderte Fed-Politik. Wenn wir uns mal einzelne Sektoren anschauen, sehen wir, dass vor allem Tech, Media, also Medien, Telekom-Aktien, dass die massiv unter Druck sind, jetzt mal ohne die Dickfische Apple, Microsoft, Alphabet und Meta.
Die sind jetzt um und bei, noch ein bisschen drüber, aber fast auf dem Niveau, an dem sie waren, als der Corona-Crash kam. Und wie gesagt, damals waren wir auch schon auf einem Allzeithoch. Aber was es besonders trifft derzeit, ist der Immobiliensektor. Hier sehen wir mal REITs, also Real Estate. Immobilien, hier haben wir jetzt in der letzten Woche den größten Abfluss an Geldern gesehen, den es jemals gegeben hat. Wir haben aus allen Anlageklassen Abflüsse gesehen, aber hier bei REITs, bei diesen Immobiliensektoren, ist das in nie gesehener Größe sogar mehr als im Mai 2020, damals im Corona-Crash. Und wir sehen heute eine Aktie wie Zillow, 13% fallen. Das ist der niedrigste Stand seit April 2020. Zillow ist eine Immobilienplattform, die selbst allerdings auch Immobilien gekauft hat. Und zwar hat man Algorithmen hier praktisch Immobilien kaufen lassen. Die haben ausgewählt, okay, diese Region, die wird weiter steigende Preise erleben. Und man hat sich da vor allem Regionen ausgesucht, die ohnehin schon einen massiven Boom hatten. Man hat gedacht, okay, das geht jetzt so weiter. Aber siehe da, durch die veränderte Geldpolitik der Fed wird das nicht mehr so weitergehen. Und da sehen wir jetzt schon die ersten Kollateralschäden. Die sehen wir auch im Finanzsektor, by the way. Wir haben jetzt mehr als 20% der Aktien im XLF, das ist das ETF für amerikanische Bankenwerte, für Finanzwerte, die sind auf einem 52-Wochen-Tief. Und jetzt könnte man sagen, okay, ist halt nur ein Sektor, aber diese Banken sind systemrelevant. Das frisst sich dann durchs ganze System. Wenn die Banken Probleme haben, dann ist das System ein bisschen destabilisiert, könnte man sagen. Aber ich habe natürlich auch gute Nachrichten für die Bullen, meine Damen und Herren. Sie wissen, mein Herz schlägt für die Bullen. Gestern hat ja CNBC, dieser Fernsehsender in den USA, getitelt mit Sondersendung Markets in Turmoil, also Märkte in Turbulenzen, Märkte im Aufruhr. Und jedes Mal, wenn ein solches Sonderformat gemacht wurde, Markets in Turmoil, seit dem Jahr 2010, und das sind, ja, ich denke, über 100 Mal ist das schon der Fall gewesen jetzt in den letzten 12 Jahren oder bestimmt 70, 80 Mal. Und wenn man ein Jahr später geguckt hat, dann war in 100% der Fälle der Markt ein Jahr später höher als zu dem Zeitpunkt, als CNBC solche Sondersendungen macht. Markets in Turmoil, also das ist doch mal für die Bullen etwas, an dem sie sich aufrichten können, vielleicht auch an den US-Arbeitsmarktdaten. Heute 428.000 neue Stellen, besser als erwartet. Die Wall Street hatte ja gehofft, nicht zu hoch die Zahlen, nicht zu viele Stellen, sonst wird die Fed noch aggressiver. Aber die Stundenlöhne waren etwas niedriger mit 0,3% statt 0,4% erwartet zum Vormonat. Da war zunächst mal Freude, dann ging es wieder runter, dann wieder rauf. Aber auf jeden Fall sahen wir dann in unmittelbarer Reaktion, dass die Renditen für Staatsanleihen weiter nach oben gegangen waren. Die 10-jährige US-Staatsanleihe über die Marke von 3,12%, die 10-jährige deutsche Staatsanleihe über 1,1% gestiegen, höchster Stand seit August 2014, noch nicht lange her, da war. Und Jahre davor war die Bundesanleihe ja negativ in der Rendite. Und es könnte sein, wenn es nicht gut läuft in diesem Jahr, dass wir das erste Jahr seit 1994 erleben, dass sowohl die Anleihemärkte als auch die Aktienmärkte verlieren. Das hat es, wie gesagt, seit 1994 nicht mehr gegeben. Entweder die Anleihemärkte haben gewonnen oder die Aktienmärkte, aber dass beide unter Druck kommen. Und es ist ja so, dass wenn die Renditen steigen, fallen die Kurse der Anleihen. Und es fallen dann eben auch, wenn der Dollar so stark ist, und das ist ein richtiges Problem, die Emerging Markets Währungen. Wir sehen, wie drastisch die hier abgestürzt sind im Vergleich zum Dollar. Also das ist schon eine sehr problematische Entwicklung für diese Länder. Der Dollar wird jetzt als sicherer Hafen wahrgenommen, ob zu Recht oder nicht zu Recht. Wir sehen hier jetzt auch etwa skeptische Stimmen vom Bosch-CEO, also dieser deutschen Firma Bosch. We see a big recession in the making, sagt hier der deutsche Chef, der aber sehr gutes Englisch spricht. Ich habe mir das Interview angeschaut, erstaunlich gut. Jedenfalls sagt er, ja, wir haben jetzt noch so eine Art Corona-Nachfrageüberhang. Das wird noch ein bisschen dauern, aber dann schlittern wir in eine fette, dicke Rezession hinein. Komme, was da wolle, das wird kaum mehr zu verhindern sein. Und jetzt plötzlich, nachdem wir also eine erhöhte Rezessionswahrscheinlichkeit haben, da sagt sich die EZB, wir müssen jetzt auch mal die Zinsen anheben. Das war heute geradezu eine Kakophonie an EZB-Stimmen, Rehn,
Dann Villeroy, aber auch andere haben sich geäußert. Auch Nagel, der deutsche Bundesbankchef, hat sich geäußert und gesagt, wir müssen jetzt die Zinsen anheben. Naja, ein bisschen spät, könnte man sagen. Erinnert so an die Situation, die wir hier sehen. Schon komplett alles ausgebrannt. Und dann kommt die EZB und sagt, vielleicht sollten wir jetzt mal Wasser einsetzen, um diesen Brand zu bekämpfen. Ein bisschen spät, liebe EZB, aber naja, passiert halt mal, wenn man nicht aufpasst. Wir sehen hier eine interessante Grafik, die Daniel Eckert so kommentiert. Verbraucherpreisinflation schlägt Vermögenspreisinflation. Wenn Sie also jetzt Aktien hatten seit Dezember 2019, nehme ich den DAX jetzt als Index zum Beispiel, dann sehen Sie, dass Sie Realverluste gemacht haben, weil die Verbraucherpreise eben die Performance des DAX aufgefressen hat seitdem. Und abschließend noch ein Blick, den ich interessant finde, hier nach China. Chinesische Tech-Firmen haben quietly stopped doing business with Russia. Die haben also aufgehört, ohne groß darüber zu reden, mit russischen Firmen, mit Russland Geschäfte zu machen, weil man Sanktionen fürchtet, weil man sonst mögliche Supplier und Zulieferer von denen keine Teile mehr bekommt. Das also ist ein interessanter Move. Heute Nacht hat die chinesische Regierung auch die staatlichen Firmen aufgefordert, keine ausländischen PCs und Laptops sich hinzustellen, sondern nur chinesische Produkte. Auch das absolut interessant. Und bevor ich Sie jetzt ins hochverdiente Wochenende entlasse, meine Damen und Herren, noch ein Hinweis auf einen Artikel. Nasdaq -5%. Der CNBC-Börsenclown Jim Cramer ist jetzt bullish. Und der Jim Cramer ist an sich ja ein Spitzenkontraindikator. Der hat etwa ARK Innovation meiner zweitbesten Freundin Cathy Wood empfohlen, als er noch etwa 370% höher stand. Und andere Aktien wie Lyft etc. etc., die alle jetzt stark kollabiert sind. Und hier hat er so 5 Punkte gemacht für die Neugierigen, die eigentlich kaufen wollen, aber sich nicht trauen bisher. Darüber habe ich einen Artikel geschrieben, den ich Ihnen jetzt noch zum Wochenende anempfehle. Ich bin gespannt, was am Montag passiert, wenn da die Russen ihre Feierlichkeiten am 9. Mai haben über Sieg über die Nazis. Das ist ein Faktor, der wahrscheinlich dann in der nächsten Woche sehr wichtig werden wird. Was passiert da in Moskau? Jetzt aber unter Verweis auf diesen Artikel ein schönes Wochenende. Ich sage Servus und Ciao.